Ja. Du brauchst ja nicht gleich in Overwatch zu gehen. Du hier kannst zweimal schießen. Gehst in Overwatch. Ja, braucht man nicht, aber mach mal trotzdem. So, du. Einmal. Zweimal. Brauchen wir irgendwo CP? Ein CP hier wäre schön. Ein CP hier wäre schön. Wir könnten zwei verbrauchen. Also noch zweimal schießen. Komm schon. Ja, sehr schön. Und die 2 CP für Overwatch sparen wir uns, da hier eh nichts auftauchen kann in Schussreichweite. Ja, fertig. Und ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele Kills wir noch brauchen. Aber ich schätze mal so 60. Ich bilde sich langsam nur bei der Stau. Splatter. Kein einziger CP-Verbrauch bisher. Dafür haben wir extra viel über. Aha, dankeschön. 3. Ja, so kann das ruhig weitergehen. Immer schön ein Blip pro Seite und dann ist gut. So, 4 CP würfel ich nicht neu. Flammen sind weg. So, du. Overwatch. Du schießt zweimal. Eins, zwei. Gehst dann Overwatch und bist eh sicher wegen der Distanz. Du machst mal einen Schritt zurück, damit du auf der gleichen Höhe bist wie. Einfach nur so, weil wir es können. Overwatch. 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 So, alles sicher, 4 CP über. Ja, und noch 53 Tote. Du kannst dich nochmal drehen. Das, falls du später mal kurz hier flambieren musst, du einfach so einen Schrägstrich machen kannst. Und am besten noch von hier, damit du nicht in der Tür stehen musst und zu nah an den Jeans hier dran wärst. Ja, das klingt doch gut. So. Du stirbst, ihr stirbt. Einer von euch stirbt. Du bist eh nur einer. Oh, oder auch nicht. Okay, er konnte nur einmal schießen. Noch 3 CP. Fünfzig, glaube ich. Das war definitiv eine gute Idee, möglichst schnell hier hochzugehen. Ich glaube, letztes Mal hatten wir ja zwei Terminatoren schon unten verloren, oder? Ich glaube schon. Ja, komm, immer schön mehr ins Feuer reinlaufen. Sehr schöne Idee. Ich freue mich schon auf die Add-ons später. Die neuen Kampagnen und so weiter. Weil es gibt noch sehr abgefahrene Regeln bei dem Brettspiel. Dass sie teilweise aus der Decke runterspringen können und noch mehrere neue schwere Waffen und so. Das ist. So, du schieß. Schieß. Overwatch. Du. Du. Und Overwatch. Unten kommt gerade gar nichts. Das heißt, die müssen gar nichts machen. Du musst immer in Overwatch gehen, weil da kann was spawnen. Du gehst aus Reflex auch mal in Overwatch. Aber eigentlich ist da auch nichts. Nö. Du killst den.
Du wirst gerade mal in Sicht kommen und der hat einen Schuss oder so. Endturn. Es ist schade, dass wir unsere CP nicht für irgendwas anderes Sinnvolles einsetzen können. Also wir können nicht in eine bessere Position uns bewegen, wir können nicht mehr schießen oder so, weil die sind ja meistens schon so in unserer Runde. Also meh. Aber so oder so ist es ganz praktisch, immer genug CP zu haben für etwaige Ladehemmung. Ist nur halt ein wenig langweilig, finde ich gerade. Wir stehen eigentlich nur da, drücken immer Overwatch. Ab und an müssen wir mal einen Genestealer umbringen, der in unserer Runde noch lebt und in Sicht ist. Aber sonst? Heißt, wir hoffen echt nur drauf, dass die Würfel gut fallen. Mehr ist das nicht. Also ja, am Anfang die taktische Aufstellung, wo was hin soll. Aber sonst? Also nee, ich kann nicht wirklich sagen, dass die Karte mir gefällt. Die anderen vorher waren interessanter. 5 CP. Schießen. Genau, zweimal schießen. Overwatch. Stay alert, brothers. Du. Overwatch. The enemy will fall before me. Unten kommt nix. Oben kommt ein Blip rechts, der aber schon abgedeckt ist. Und du. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, der könnte sogar mal rankommen. Warte mal allgemein. Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, du mach mal einen Schritt zurück. Dann hast du einen genauso langen Korridor vor dir wie dein Kollege. The enemy will fall before me. So. Affirmative. So. Unten kam nichts. Okay, entern. Genau. Weapon jammed. Er kommt jetzt nicht ran. Wir haben immer noch 3 CP. Oncoming weapon. Ja, gut. Kommt schon, gibt immer ein paar Dreierblips hier oben. Das zieht sich sonst. Ja, gut. Was für ein Schlachtfeld hier in den Ecken. Von unten kommen auch wieder welche. Das könnte jetzt einigermaßen interessant werden wegen der Assault Cannon. Die hat ja nur noch einen Schuss. Aber sie müsste eigentlich so stehen, dass sie jetzt einmal schießt. Nächste Runde nachlädt. Also erstmal geht sie einen Schritt zurück, damit sie mehr Platz hat. So. Dann geht's in Overwatch. Er wird hier hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht sogar da hinkommen. Dann wird er einmal schießen. Und höchstwahrscheinlich wird ein Genestealer sterben. Wenn es mehr als einer sind in dem Blip, muss er nächste Runde nachladen. Was 4 AP kostet. Und dann brauchen wir halt noch mindestens 1 oder 2 CP, um ihn schießen zu lassen. Also ja, es müsste trotzdem sicher sein. Du. Overwatch. Zu ihm kommt keiner jetzt diese Runde hin, ne? Nee, auf keinen Fall. Gut. Du. Overwatch. Du brauchst kein Overwatch, du brauchst kein Overwatch, du brauchst Overwatch. So. Also der Eingang ist sicher, der Eingang ist sicher und die anderen Eingänge sind so weit weg, dass keiner da hinschießen kann. Guti. 6 CP über. End turn. Das ist nur einer. Ja, sehr gut. Hat er jetzt seinen einen Schuss verbraucht. Kann gleich in Ruhe nachladen. Und sollte dann übrigens wieder einen Schritt nach vorne machen, fällt mir gerade ein. Weil ich glaube, wenn er jetzt explodiert, nimmt er seine Freunde mit. Das wäre nicht so schön. Das wäre so ein Genickbruch, wenn die ganze linke Flanke plötzlich wegbricht. Also, schön viele CP bitte. Ja, 5 ist okay. Du lädst nach. Machst einen Schritt wieder vor. Brauchen wir irgendwo anders noch CP? Nein. Also kannst du ruhig in Overwatch gehen und da Punkte verballern. So. Kommt nix. Kommt nix. Da kommt was. Also musst du auf der rechten Flanke in Overwatch gehen. Falls da was spawnt. Du musst in Overwatch gehen, um den da zu töten. Und du musst in Overwatch gehen, um den Spawn im Auge zu behalten.
2 CP haben wir über. Enter. Und ich schätze, wir sind inzwischen bei 40. Und 3 Hablips, sehr schön. Obwohl, nicht ganz so schön, weil er halt begrenzte Munition hat. Hat er noch 7 Schuss im neuen Magazin? 6 Schuss. 5 Schuss. Ja genau, geh mal schön nach rechts zum Stormbolter, der hat mehr Munition. So, 5 CP, sehr schön. Du schießen auf den. Schießen auf den. Und komm schon. Ich gehe jetzt nicht nochmal rückwärts, das Ganze knicken. Du gehst jetzt hier in Overwatch und hast 4-mal die Möglichkeit zu schießen. So macht man das. 33 noch. Okay. Du gehst in Overwatch. Da oben ist gerade gar nichts, ne? Nee, außer... Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Der könnte jetzt hier durchlaufen. Sechs, fünf. Du. Geh mal. Nee. Dahin und schieß deinen letzten Feuer raus. Ja, das habe ich nicht bedacht. Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, ach, wir müssen einfach nur da rumstehen und ganz viele Genestealer umbringen. Das ist ja gar nicht unsere primäre Aufgabe. Achso, okay, eine von den primären. Wir sollen ja eigentlich das Ding hier beschützen. Und zwar so lange. Warum kannst du nicht schießen? Die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, du... machst das. So. Jetzt ist der Jeans-Dealer gezwungen, auf ihren Sergeant raufzulaufen. Und kann nicht... einfach hier abkürzen. Wir haben nur noch ein CP. Das ist nicht schön. Ja. 1, 2, 3, 4. Wir haben echt ein Problem eventuell gleich. So schnell kann das gehen. Obwohl, warte mal. Das können wir gar nicht mehr rückgängig machen. Ja, dann mach's nochmal. Ich hätte mir gerade überlegt, wir könnten den Zug vom Terminator, also vom Flammen-Terminator rückgängig machen und eventuell den Genestealer doch da rumlaufen lassen. Denn erstens glaube ich nicht wirklich, dass er das macht, dahin zu laufen. Und wenn er es dann doch macht, dann könnten wir mit einem Terminator hinterherlaufen und einfach den langen Gang hier hinschießen. Er braucht ja mindestens 2 Runden, bis er da hinten ankommt. Ja, aber gut, hilft nichts. Wir haben noch einen CP, den braucht er. Sonst haben wir... da einen, der nach rechts gehen wollte. Du, Overwatch. Du gehst auch in Overwatch, falls doch einer links rumläuft. So, jetzt heißt es Daumen drücken. Eventuell stirbt gleich er und er. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Jetzt aber. Was zur Hölle? Das war jetzt sehr komisch, aber gut für uns. Sehr gut für uns. Und es kommt doch noch einer da lang. Der trifft nicht. Na. Gib mir meinen Zug. Ich muss Schadensbegrenzung machen. 4 CP. Ja, ja. So, du Ladehemmung geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, er ist sicher. Hast noch einen über? Overwatch. Du gehst hier unten rum, hast irre lange Zeit. Du...
hast einen Gegner hinter dir, verdammt. Du. Weapon operational. Drehst dich um.